Hallo, wie gieße ich meine Orchidee eigentlich richtig? Es gibt jede Menge Theorien darüber, angefangen von einem kleinen Schnapsglas pro Woche und das hört auf beim Tauchen von einer Phalaenopsis für den ganzen Tag. Ich kann das mal erklären, es ist gar nicht so kompliziert. Eine Orchidee, Phalaenopsis wie diese, hat die Wurzeln gräulich grün, wenn sie noch trockener ist. Werden sie richtig grau. Das wäre dann der Zeitpunkt, wo man die Pflanze gießen sollte. Und eine frisch gegossene Phalaenopsis hat die Wurzeln dann wieder nachher richtig schön grün. Grundsätzlich kann man sagen, im Schnitt einmal die Woche die Pflanzen gießen. Ich würde immer sagen, tauchen ist am besten. Beim Tauchen kann man sagen, die Pflanze hält man ins Wasser rein. Nicht so tief, dass der ganze Topf da drin verschwindet, sonst wird das Substrat rausgespült. So, und dann kann die sich schön vollsaugen. Wenn man sie wieder rausnimmt, gut abtropfen lassen, die Pflanze. Und wenn man ein Waschbecken hat, kann man die auch gerne bis eine Viertelstunde im Waschbecken stehen lassen. Dann saugen die sich richtig voll. Auch die Wurzeln können sich dann vollsaugen. Und dann hat man halt ein bisschen mehr Zeit, bis man wieder gießen muss. Ne? Wenn die abgetropft ist, kann man sie in den Übertopf zurückstellen. Und hat eigentlich wieder Ruhe. Es gibt Übertöpfe, wie zum Beispiel so Vasentöpfe, da ist ungefähr so viel Luft unterm Topf, wenn man die Pflanze da reinstellt. Da, wenn man dann Tropfwasser hat, da kann man dann eher mal noch einen Schuss Wasser oben in den Topf reingießen. Das ist dann nicht so schlimm. Ansonsten aber wird zum Beispiel bei diesem Übertopf, der hat keinen Gießtropfrand unten. Und wenn man da viel Wasser drin hat, dann sollte man das eben wieder auskippen nach dem Gießen.